Die 12 und Türme. Hier draußen. Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery. Far Cry! Einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Boah, was geht ab? Boah! Wo muss ich hin? Boah! Handbremse gibt's hier nicht, also Drifting ist hier nicht angesagt. Anschauen. Fahrzeug verlassen. Wartet hier, ich sehe mich mal um. In Ordnung. Und Victor, kommst du immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehme gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Hab ich gerade zu Nathan gesagt. Mach ich auch. Und dann spiele ich Uncharted. Ja, schon. Warum bin ich ausgestiegen? Fickt euch, das muss doch einen Sinn haben. Ihr lasst mich doch nicht einfach so hier aussteigen. Jetzt hat hier irgendwo irgendwas. Ja, wusste ich's doch. Bumm. Was ist denn das eigentlich? Geschnitzt Katzenanhänger, das bist du aber nicht. Savasa Tabaksdose. Dass ihr Bescheid wisst. Viel zu sehen hier. Aber ich rauche nicht mehr, ich brauche keine Tabakdose. Ich habe aufgehört seit fast einem Jahr jetzt komplett. Und? Hat sich nicht gelohnt. Komm, doch. Wir weiter. Oh, weh, pfui. Oh, das spritzt ja gar nicht. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Ja, das... Oh, scheiße. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich fahre einfach. Ah, es gibt doch eine Handbremse. Handbremse. Ne. Ich fahre einfach irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, wo ich sein muss. Ne. Da oben ist eine Straße. Da ist gar nichts. Muss ich da hoch oder was? Sieht vielversprechend aus. Los. Hopp. Durch den Matsch. Geschafft. Und Vollgas. Lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Alles gut, ich hab alles im Griff, Alter. Oh! Alles gut. Da kribbelt der Hoden vor Adrenalin. Oh, komm schon. So kommt ihr nicht vorwärts. An so rum, ha? Huh? Vielleicht gibt's hier einen Weg, der besser ist. Hey, langsam habe ich den Dreh raus. Ja, Glückwunsch. Ich bin ja nur der Fahrer. Arschloch, Alter. Der rühmt sich hier mit meinen Taten. Warum muss ich hier hupfen? Wow! Deshalb... Oh, was ist hier? Weiß ja nicht. Ich hier noch. Bin ich hier richtig? Aber da sind Fahrspuren nach oben. Reifenspuren. Hier ist jemand durchgekommen. Wow. Pass auf die Lemuren auf. Die machen wir nicht kaputt. Ich häng. Baby. Komm. Hey, L3. Da oben auf dem Hügel. Da steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Jo. Und abwärts. Hey Victor, worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Moment, hier nicht? Verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen. Sag mir, wo lang ich muss. Ne, da sind Reifenspuren.
sind die hoch! Kann man ja mal machen, gell? So, jetzt wahrscheinlich hier runter. Hey, mach langsam, ja. Ja. Puh. Jetzt wäre ich beinahe wie ein raketenähnliches Geschoss den Hang runter. Das ist doch keine Straße. Wer baut denn sowas? Also Nathan, du glaubst, Avery, Two und andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihnen im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Oh Gott, da komme ich doch nicht hoch. Hoppa! Bremsen. Ne, sollte klar gehen. Ich glaube, ich muss hier aussteigen. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Da wäre ich mit dem Auto dann wohl doch nicht mehr hochgekommen. Ist er gut in Schuss? Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Da ist schon mal was, aber erstmal. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Boah, ist das ein Ausblick. Boah, schön. Da schwitzt ein bisschen der Bub, ha? Ja, liegt da irgendwas? Das ist schon wieder so ver... Aha, wusste ich's doch. Wollte gerade sagen, ist schon wieder so verdächtig, dass ich da nach oben komme. Aua. Haxenbruch. Was ist denn das? Bären. Die Rinde ist abgeschält. Irgendwas war um diesen Baum gewickelt. Na, wahrscheinlich eine Seilwinde. Naja. Schauen wir mal, was hier noch so kommt. Ha! Git, wer wie er ausschaut. Ah, ich verstehe. Alles klar. Komm, dann ist eh schon egal. Uah, in die Matschegrube. Kann ich das einfach bis da hoch? Dass unser Wagen eine Winde hat? Nein, ehrlich. Ich hab keine Ahnung. Sarkasmus. Weiß ich noch nicht. Na, ich laufe jetzt weg. Und komm nie wieder zurück. Das habe ich gelernt. Rumlaufen. Ach, jetzt kann ich mich da hochziehen. Aha. Anders würde ich den Berg hier gar nicht hochkommen, gell? Jetzt putzt er sich auch nicht mehr, falls euch das aufgefallen ist. Er hat sich sonst immer die Klamotten sauber gemacht, das aber rentiert sich ja jetzt nicht mehr. Okay, fertig? Probieren wir es. Ich bin gespannt. Der andere ist immer noch draußen. Siehst du, Sully? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ach, Sully. Wow, aufpassen, Alter. Ist ein volles Geschoss. Ja, da geht. Der sieht doch gar nichts mehr. Alter. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und... Nein, sie wollten. Hätte mal auf die Straße schauen sollen. Wenn man ein Ort
Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Straßenschilder wären toll. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien. Ich glaube, ich muss den Steinmännern folgen. Und all das schaffen sie nur mit Papierkarten und der Hilfe der Sterne. Hey, kann dem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Ja. Dauert. Irgendwie komme ich den Weg überhaupt nicht mehr zurück, den ich hier gerade lang fahre. Ah, jetzt seht euch das an. Scheiße, wow. Stopp, stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Na toll. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Ich fahr doch da jetzt nicht rein. Ich fahr mal hinten rum. Schütze auch noch. Oh Gott. Shit. Okay, ich habe verstanden. Also, ich darf da nicht einfach reinfahren. So viel steht mal fest. Boah, der ist einfach über den drüber gekupft. Okay. Madame, Monsieur. Ich muss mich da... Irgendwie der Scharfschütze, der könnte gefährlich werden. Ist das jetzt hohes Gras oder ist es kein hohes Gras? Was ist hohes Gras? Das ist hohes Gras. Aber mit hintenrum war ich schon mal gar nicht so falsch. So. Eins. Zwei. Da oben ist irgendwo ein Scharfschütze. Alter. Wo sind da? Waren noch mehr? Das sind doch nicht alle. Da ist noch einer. Da auch. Da hinten. Den da unten habe ich gar nicht gesehen. Das ist jetzt von alleine passiert. Vielen Dank. Der auch? Alles klar. Also, wir haben gelernt, schießen bringt mir hier gar nichts. Mit Schießen komme ich hier absolut nicht weiter, weil der Scharfschütze allein zlägt mich. Das bedeutet, ich darf wieder schleichen. Yippie! So. Ja. Wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind soweit. Wir warten nur noch auf den Dienst, okay zum Sprengen. Gut, hier ist keiner. Erledigen wir das und ziehen weiter. Ja, dann zieht mal weiter. Wie lange müssen wir hier bleiben? Bis Befehle kommen. Nee! Da ist eine Lunte.
Aha. Ich wüsste nicht, warum ich mich vor allen Feinden da rumschwingen sollte. Das... Kommt der jetzt wieder oder bleibt er da? Der geht da jetzt so eine Runde oder wie? Aha. Wow. Fuck! Solange der Lutscher nicht ins Gras kommt. Oh, da ist auch noch einer. Okay, also ich habe gerade meinen Plan über Bord geworfen. Und nehme doch den alten wieder. Und zwar kümmere ich mich erst um den da oben. Auch wenn es äußerst gefährlich ist, weil da gleich zwei sind, die gucken. Scheiße, Alter! Boah, hat die Brunzlette mich einfach geheadet! Krank, die sind echt gut, die Scharfschützen in dem Spiel. Die Frage ist, wie gehe ich vor? Ihn erwische ich jetzt wieder nicht mehr, gell? Okay. Diese Drake-Jungs hier auftauchen, wisst ihr, was zu tun ist. Und es geschieht ihnen recht. Hoffentlich erwische ich sie. Okay. Wann ist der da? Okay. Mein Fuß juckt, oh Gott. Da hinten, das sind zwei. Da ist einer. Wer hat mich da eigentlich gesehen? Das hätte mich, würde mich jetzt mal interessieren. Irgendeiner hat mich doch... Ja, ich sage jetzt da einfach mal gar nichts zu. Das war wieder eine selten dumme Aktion. Mein Gott. In jeder normalen Welt wären wir längst tot. Ein Sniper wäre episch. Fuck it. Wenn ich nur wüsste, wer das gesehen hat. Komm ich da... So in das Haus rein geht es, dass ich außerhalb vom Sichtfeld von dem bin. Und wer da noch so rumfleucht. Ah, oh, sieht danach aus.
Geh in Deckung. Der hat ein Scharfschützengewehr. Okay. Jetzt müsste ich theoretisch den hier oben erwischen können. Mach man. Ah, okay. Kaboom! Wieder einer weg. Da ist auch einer oben. Okay. Ja, Bro, mach, komm. Der ist über mir, oder? Ah. Okay. Also Fakt ist, das Haus habe ich jetzt schon mal ein Stück weit infiltriert. Das kann mir sehr weiterhelfen in meinen nächsten Zügen, die ich mache. Aha. Was bist denn du? Ah, okay. Nee, falsche Seite. Ich brauche schnell einen Moment, wegen... Bei denen weiß ich nicht, ob die mich sehen können hier oben. Und bei dem weiß ich es auch nicht. Aber scheiß drauf. So, jetzt ist da oben noch ein Scharfschütze. Der muss auch noch irgendwie ausgeschaltet werden. Der ist ganz oben. Genau über mir da. Ich verstehe. Ist ja auch gar nicht laut, was du da veranstaltest, du Spaten. Okay, der macht auch Patrouille. Alter! Boah! Das dachte ich schon, der fällt runter. Also wenn ich das jetzt richtig analysiere, haben wir hier noch 1, 2, 3, 4. 4 Manschkal. Und ich bin in einer äußerst guten Position hier oben. Die ich theoretisch mit meiner Sniper ja eigentlich ausnutzen müsste, ha? Huh?
Die beiden kann ich sowieso nicht einzeln ausschalten. Das wird gar nicht gehen. Ich sehe dich nicht! Alles klar, da kommt Verstärkung. Der geht halt nicht weg! Ah, Leute! Okay. Das war doch nicht so schlau, da eine Schießerei anzufangen. Da kommen sie. Alter! Ihr verarscht mich doch. Fuck, sind das viele. Und jetzt habe ich die Schießerei schon angefangen. Die wissen aber nicht, wo ich bin, oder? Sieht zumindest so aus, als wüssten sie das nicht. Das war's schon. Keine Munition mehr. Ah! Jawohl. Kann man die nicht zurückwerfen? Oh, Scheiße. Junge, Alter, du wärst es dann nicht einfach mal was zum... Ah, lass dich doch fallen! Wie mich das nervt. Nein! Ah, Junge! Oh, Nathan, Alter.
kam der her, Alter? Wo ist der andere? Hast du das gesehen? Okay. Oh. Das war's. Verdammt. Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier, die... könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Eieiei. Also, das war jetzt so nicht geplant. Aber gut. Ha! Was ich geschafft habe, habe ich geschafft. Ein bisschen ballern muss schon sein, auch mal. Hin und wieder hinten rein, auch mal. Aber diesmal war ich auch mit dem Scharfschützengewehr etwas effektiver, indem ich zwei oder drei ausgeschalten habe. Das habe ich ja vorhin nicht geschafft, aber das liegt auch daran, und das sollte ich jetzt einfach mal eingestehen, ich bin jetzt nicht der Oberpro, wenn es ums Shooten geht. An guten Tagen kriege ich es hin, an normalen Tagen, ja, keine Ahnung, eben nicht halt so. Da ist mein Auto. Oi, guck mal, das kann... weiß leuchten. Cool. Der ganze Stress nur, um mal diese blöde Straße da frei zu machen. Hüppa! Und weiter geht's.